Hallo und herzlich willkommen bei Sina im Gewächshaus. Am 2. Juli habe ich meine blaue Klematis zurückgeschnitten und habe daraus, also vom Abschnitt, ungefähr 20 bis 30 Stecklinge gemacht. Und ich wollte heute meine Töpfe kontrollieren und möchte euch das Ergebnis zeigen. Also zuerst diese hier. Die sind nichts geworden. Die sind alle schwarz geworden. Also das kann ich wegwerfen. Diese lasse ich noch drin. Vielleicht tut sich da noch was. Und 4 bis 5 haben sich bewurzelt. An 1, 2 habe ich leider die Wurzeln abgebrochen. Und das ist das Ergebnis von den Stecklingen, die sich bewurzelt haben. So, hier gibt es leider, oder doch, da gibt es eine Knospe. Dann habe ich hier Nummer 2. Dann hier fängt es erst an. Und hier ist mein bestes Stück. Gute Wurzeln, sogar mit einer Knospe. Die stärksten, die zwei, die werde ich gleich in einen Topf einpflanzen. Und die anderen kommen wieder zurück hier in diesen Topf rein. Das ist Vermiculit. Feuchtes Vermiculit. Ich habe festgestellt, dass in Vermiculit mir die besten Stecklinge gelingen. Also die Erfolgsquote und dann noch bei der Hitze ist richtig gut. Und hier daneben habe ich ungefähr auch Anfang Mitte Juli bei meiner Nachbarin, sie hat eine wunderschöne weiße Bauernhortensie, so eine, ich glaube, das war so eine Tellerhortensie. Habe ich bei ihr eine Blütenrispe genommen und daraus Stecklinge gemacht. Und das sieht schon richtig gut aus. Also Hortensien lassen sich mega gut bewurzeln. Und das stand im Gewächshaus, immer wieder angefeuchtet und sogar ohne Folie über dem Topf. Also so offen. Gemacht hatte ich um die 10 Stück. Aber ein paar waren dann doch schwarz geworden. Und ein paar, also die muss ich auch schon eintopfen. Sind richtig gut geworden. Hier weniger. Und die zurückgeschnittene Klematis, die hat sich auch super gemacht. Das zeige ich euch gleich mal. An dieser Stelle wächst meine Klematis. Hier unten habe ich die zurückgeschnitten am 2. Juli. Ich blende euch das mal parallel ein. Und so gut haben sich die Triebe entwickelt bis ganz nach oben. Und es gibt sogar neue Blüten, die schon sehr bald aufblühen. Hier. Ich habe die ungefähr auf 80 cm oder als die 80 cm hoch waren, habe ich die neue Triebe, da habe ich die Spitzen gekappt. Jetzt muss ich mal gucken, wo das war. Hier. Hier gekappt und die Pflanze hat neue, also aus den Knospen neue Triebe gegeben. Und das bei 6 bis 8 Trieben. Also die hat sich richtig gut verzweigt. Und wird bald blühen. Und ich bereue gerade, dass ich das nicht mit allen meinen Klematis-Pflanzen gemacht habe, dass ich die nicht so eingekürzt habe. Weil dies sieht richtig schön gesund aus.
Aber leider sieht man hier bisschen das Ganze schlecht, weil hier noch eine weiße Diplodenie dazwischen wächst und die zurückgeschnittene Jasmina, die auch wieder blüht, die verdeckt das Ganze hier. Und hier daneben die andere Clematis, die ich nicht zurückgeschnitten hatte, die blaue. Die ist ja so stehen geblieben. Keine Veränderungen. Und das ist die weiße. Bis wohin ist die? Die weiße will zum Himmel, wie die Bohnenranke. Hier noch, hier. Hier sehe ich gerade, ja, total hier sich in der Rose verzweigt. Oh, das riecht hier. Die Jasmine duftet so wunderbar. Sehr, sehr schön. Hier sind die unteren Triebe von der weißen Clematis. Und als ich damals, das war im Mai, die Clematis zurückgeschnitten hatte, die weiße, von der hatte ich auch Stecklinge gemacht und die hatte ich sogar schon eingetopft. Hier stehen meine eingetopften Clematis-Stecklinge von der weißen Clematis. Ich muss sagen, nach dem Eintopfen kann es auch noch passieren, dass ein paar Pflanzen eingehen. Also hier zum Beispiel. Das weiß ich nicht, ob es eingegangen ist. Muss man noch ein bisschen abwarten. Aber die anderen sehen gut aus. Okay, hier ist was passiert. Hier ist wahrscheinlich wirklich alles tot. Einfach probieren. Wenn es klappt, ist gut. Wenn nicht geklappt hat, dann kann man es nochmal versuchen. War eigentlich jemand von euch so mutig genug und seine eigene Clematis so radikal zurückgeschnitten, wie ich das Anfang Juli gemacht habe? Schreibt mir das doch bitte in Kommentare. Wie sieht euer Ergebnis aus? Ja, und dann bin ich für heute fertig mit euch, Vasina. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag oder schönen Abend. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!